Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, im Gegensatz zu den zahlreichen Wunderberichten in den anderen Evangelien berichtet uns Johannes nur von 7 großen Wundern. Und darunter ist die Erweckung des Lazarus das letzte und größte Zeichen. Wenig später zieht Jesus dann in Jerusalem ein. Die Auferstehung von den Toten ist das eindeutigste Zeichen der Göttlichkeit Jesu. Nur wer selbst Herr über Leben und Tod ist, kann auch andere aus dem Tod ins Leben hinüberführen. Am Ende heißt es, dass viele Juden, die gesehen hatten, was Jesus getan hat, zum Glauben kamen. Während sie vielleicht bei den anderen Wundern noch zweifelten, vielleicht nach anderen Erklärungen suchten, was manche Menschen ja auch heute ganz gerne tun, ist jetzt für die, die glauben wollen, die Beweislage klar. Jesus muss der Messias sein, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Dazu dürfte aber nicht nur die große Macht Jesu geführt haben. Der Herr über Leben und Tod wird uns in diesem Evangelium nämlich auch noch auf eine ganz andere Art und Weise vorgestellt, die vielleicht genauso einmalig und großartig ist. Jesus weint. Die Großartigkeit Gottes zeigt sich nämlich nicht nur in seiner Erhabenheit über die dunkle Macht des Todes. Die Größe Gottes liegt hier vor allem auch in seiner Fähigkeit, mitzufühlen, mitzutrauern, mitzuweinen. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht haben auch Sie manchmal den Eindruck, regelrecht ausgespannt zu sein zwischen der Realität unseres Lebens und der Gewissheit des Glaubens. Auf der einen Seite die Überzeugung, dass das, was nach dem Tod kommt, all unsere Erwartungen übertrifft, und gleichzeitig der Wunsch, möglichst lange hier auf Erden zu leben. Auf der einen Seite die Gewissheit, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, und auf der anderen Seite die Angst davor, sich in dieses Schicksal zu fügen. Vielleicht hat der eine oder andere auch das Gefühl, dass dieser Gott uns zu hoch ist, zu groß, zu mächtig, zu weit weg von unseren eigenen Gefühlen und Sorgen, die uns gerade in diesen Tagen und Wochen umtreiben. Und gerade deshalb liegt die Größe dieses Wunders nicht allein in der Machtfülle, die hier offenbar wird, sondern auch in der beeindruckenden Art und Weise, wie Jesus Anteil nimmt. Jesus hat nicht nur für uns gelitten, wie wir am Karfreitag hören, er leidet auch mit uns heute im Jahr 2020. Er ist uns näher, als wir uns selbst manchmal sind. Er kennt unsere Ängste und er fürchtet sich auch mit uns, so wie er sich im Garten Gethsemane gefürchtet hat. Er kennt unsere leisen Gefühle und er fühlt mit uns. Er kennt unsere Sehnsucht nach einem Gott, der uns wirklich nahe ist. Und wir haben einen Gott, der weiß, was in uns vorgeht, weil er hier mitten unter uns lebt. Gott ist uns nahe und so können wir auch anderen mitteilen, mittels der verschiedenen Medien und vor allem durch unser Gebet mitteilen, dass Gott da ist für uns. Seine Nähe weitergeben. Denn, liebe Schwestern und Brüder, Gott in unserer Nähe zu haben, ist in all den Unwägbarkeiten dieser Tage und Wochen
Im Grunde, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, doch ein recht gutes Gefühl und kann es zumindest sein. Amen.